weißes Zwiebelkompott, Polenta haben wir da, oder? Und dann müssen wir jetzt gucken, ob wir es panieren, wie den Saibling. 2-3 Kilo Kabeljau im Bouillabaisse-Sud mit einem gebackenen Wachtelei. Habt ihr weißes Zwiebelkompott? Langustin-Ravioli habe ich gelassen, dann das Reh habe ich runtergenommen. Dafür gibt es Bison. Aber ich würde gerne irgendwas Lustiges auch machen, noch irgendwie. Inspiration? Das kann ich eigentlich gar nicht richtig beschreiben. Inspiration, Ideen, Kreationen kommen bei mir aus der Laune heraus. Die sprudeln einfach aus einem heraus. Es gibt da keinen Ort, keinen Fels, wo man sich hinguckt, hinsetzt, ins Meer guckt, sondern das kann passieren unter der Dusche, das kann beim Laufen, beim Joggen im Wald sein, das kann beim Autofahren sein. Schließlich verbringt der Sternekoch oft mehr Zeit im Auto als in der Küche. Heute wollen sich Stefan Herrmann und sein Sommelier Jens Pizonka die neuen Jahrgänge auf dem Weingut von Klaus Zimmerling ansehen. Der Winzer ist bekannt für seine exzellenten Rieslinge. Aber auch anderes Obst gedeiht hier prächtig. Wir brauchen ein Kilo Quitten. Hier hast du eine. Geil. Das Verhältnis zwischen Winzer und Koch ist ein besonderes. Ja, das Wichtigste ist eigentlich, dass man weiß, wie dort auch gekocht wird. Dass man auch das Gefühl hat, dass das irgendwie zusammenpasst. Bei dem Wein von Klaus Zimmerling ist es einfach so, dass sie, denke ich mal, wunderbar zu unserer Küche passen, weil die ja doch sehr, sehr kräftig ist, sehr aromatisch, sei es jetzt mal mit Kräuter oder mit Säure, teilweise auch ein bisschen asiatisch. Und da brauchen wir natürlich auch ein paar Weine, die dagegen halten können, die da mithalten, dass sie nicht hinten runterfallen. Und das ist bei den Weinen auf alle Fälle der Fall, dass die zum Essen gut harmonieren. Sternekoch und Sommelier nehmen mehr mit als nur ein paar Kisten Wein. Danke. Ideen und einen dezenten Schwips. Vielen Dank, Klaus. Schönes Wochenende machen wir. Und dann sehen wir uns vielleicht nächste Woche. Ja. Bis dann. Danke. Tschüss. Jens Pizonka ist nicht nur Sommelier, sondern auch Restaurantleiter. Ja, genau. Und Stefan Herrmanns größter Fels in der Brandung. Vor allem im Meer der Büroarbeit. Schließlich arbeiten im Bean and Beluga 20 Leute. Ich hab eine Rechnung gekriegt. Da waren sie aber nicht zu erreichen und da war ich ziemlich sauer. Ich bräuchte im Prinzip eigentlich noch nur zwei Flaschen, also zwei Magnumflaschen. Guten Tag. No? Oder steht da drin, dass sie Frühdienst haben? Nee. Ich komme nachher mal runter, dann gucken wir uns das an. Okay. Ja? Kriegen wir schon hin. Keine Panik. Gibt es zwischen dem Koch Stefan Herrmann und dem Mensch Stefan Herrmann einen Unterschied? Relativ schwierig, weil das eine geht eigentlich in das andere über und die Grenzen, wenn sie es denn gibt, die sind relativ dünn, klein. Also. Nur zum Verständnis, da oben im Dachgeschoss wohnt Stefan Herrmann. Unten drunter findet sich sein Restaurant, seine Tagesbar und ein Feinkostladen samt Kochschule. Die Leidenschaft für das Kochen versucht Stefan Herrmann weiterzugeben. Seine Begeisterung soll anstecken, selbst wenn er dafür Töpfe verkaufen muss. Naja, also da können Sie mit einer 30er, das bringt gar nichts, weil ein 21er Feld, das ist dann wahrscheinlich die Größe. Das genau. Unbeschichtete. Ich bin Kochschülerin bei ihm in der Kochschule und er kocht mit diesen Töpfen und hat eben empfohlen, dass die sehr gut sind, auch für zu Hause. Und deswegen habe ich mich entschlossen, hier eben auch mal Pfannen zu kaufen und Tiegel. Ja. Ich zum Beispiel, wo ich da ausgezogen bin von zu Hause, von meinen Eltern, haben meine Mutter mir ihre ersten Töpfe quasi von der Aussteuer mir mitgegeben. Und das hat auch in meinem kleinen Haushalt auch noch, 15 Jahre gehalten und habe ich jetzt erst umgetauscht, wo wir hier eingezogen sind. Und das ist was Schönes. Man hat da was und gibt was weiter und es erzählt auch eine Geschichte. Sternekochgeschichten gibt es auch morgen wieder. Dann erklären wir Ihnen auch,
womit Drei-Sterne-Koch und Molekular-Ikone Juan Amador normalerweise sein Süppchen kocht. Und vor allem, warum er das in der Küche von Stefan Hermann macht.